Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen D4 Dark Dreams Don't Die. Wie soll ich es eigentlich beschreiben? Es war ursprünglich ein Kinect-Spiel, exklusiv für die Xbox, was in Episoden erscheinen sollte. Das hier ist die erste Episode gewesen, die erste Season in dem Fall. Ja, hat sich nicht verkauft, niemand wollte es haben. Dann hat, ich glaube, Microsoft das tatsächlich finanziert, weil ich meine, ist extra ein Kinect-Spiel deswegen wahrscheinlich gewesen. Aber behaupte ich jetzt einfach mal so, ja, wurde dann halt jedenfalls gecancelt. Also gibt es jetzt halt nur diese eine Episode und damit eine unvollständige Story. Warum spielen wir das? Habe ich bereits in einem anderen Let's Play erklärt, und zwar in Deadly Premonition, was jetzt eben abgeschlossen wurde. Und deswegen auch direkt vorweg, ihr solltet das hier nicht gucken, wenn ihr kein Interesse an Deadly Premonition habt. Denn das ist der einzige Grund, warum ich dieses Spiel, diese eine Episode, die jetzt unvollständig existiert, spielen will überhaupt. Und zwar kommt nächsten Monat Deadly Premonition 2 raus. Und das ist alles vom selben Macher, also sowohl Deadly Premonition 1 als auch 2 sind vom selben Director wie Dark Dreams Don't Die. Und es wird vermutet, dass Deadly Premonition 2 auch die Story von D4 abschließen soll. Da gibt es große Hinweise drauf. Im Trailer sieht man nämlich zum Beispiel einen Ort, den wir hier gleich auch sehen werden. Und es spielt auch in derselben Stadt wie D4. Also es deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass dann die Story, die hier angefangen wurde und nie beendet wurde, dann doch noch einen Abschluss findet. Und deswegen finde ich es nicht verkehrt, wenn wir uns das hier erstmal vorher angucken. Im Gegensatz zu Deadly Premonition, falls ihr das geguckt habt, was ihr, wie gesagt, geguckt haben solltet auf jeden Fall. Ich verlinke die Playlist in der Beschreibung. Im Gegensatz zu Deadly Premonition kenne ich dieses Spiel quasi gar nicht. Ich habe mal die erste halbe Stunde irgendwann gesehen, auch daran erinnere ich mich aber nicht mehr wirklich. Also das ist eher doch noch eine ziemlich große Blind-Erfahrung für mich. Das heißt, ich werde ja auch nicht durchrushen wie bei Deadly Premonition. Wir gucken uns das alles in Ruhe an. Ich lasse mich auch überraschen und sehe mal, was auf mich zukommt. Und versuche mir so viel zu merken wie möglich, damit ich es dann auch in Deadly Premonition 2 verwenden kann, das Wissen, falls es denn da relevant wird. Wir werden es sehen. Und wenn nicht, dann tut mir leid, dass ich euch eine Episode von einem Episodenspiel gezeigt habe, das niemals beendet wird. Dann, leiden wir immer gemeinsam dann unter dem Cliffhanger, würde ich behaupten. Gut, ich rede gar nicht so viel drumherum. Wir starten ein neues Spiel. Ach ja, und ich spiele es jetzt mit Maus. Also, es wurde mittlerweile auf dem PC geportet, wo man es dann mit der Maus spielen kann. Normalerweise müsste man das jetzt halt alles mit herumgefuchtel vor dem Kinect-Gedöns machen. Das, bin ich froh darüber, dass es auch mit der Maus geht, auf jeden Fall. Ja, alles Fiktion. Ich weiß doch. David. This is a story of a man with a very strange fate. Hey, look. It's like I've grown wings. Okay. Mich stört direkt, dass ich die Mauszeiger irgendwie verstecken kann. Also ich schwinge in die Ecke, aber das muss noch mal ran. Ich bin direkt ein bisschen genervt davon, dass der nicht ausgeblendet wird automatisch. In der Cutscene. Prolog, der Tag, an dem es begann. An dem was begann? Oh Gott. Also ja, ich glaube, es geht ja auch wieder um Morde. Deswegen passt es halt auch ganz gut, wenn das dann in Deadly Premonition 2 beendet werden würde, weil das halt ein Fall wäre, den man da noch aufklären könnte. Aber ich weiß nicht, um was genau darüber hinaus. Und ja, da haben wir eine Eule. Das Studio, in dem Sri mittlerweile arbeitet, also das er selbst gegründet hat, heißt nämlich übrigens auch White Owl. Aber ich glaube, das hat zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert. Ich glaube, erst danach wurde es gegründet. Man sieht direkt, es hat einen sehr, sehr starken Cell-Shading-Stil. Was dafür sorgt, dass die Grafik nicht viel besser sein muss, als sie von Deadly Premonition ist, aber trotzdem direkt viel, viel besser aussieht. Dafür sorgt halt, ja, Cell-Shading für gewöhnlich. Mal sehen, ob die Animationen auch besser sind, auch wenn ich es ein bisschen vermissen werde. Ich gebe es dazu, aber trotzdem beschwere ich mich lieber nicht. Untersuche die Hinweise. Okay. Kann ich damit irgendwas machen? Ich habe es jetzt mir angeguckt. Rechtsklick? Mausklick? Mir wurde auch direkt angezeigt am Anfang, als ich das Spiel gestartet habe, dass ich alle drei Tasten brauche von der Maus. Okay, das Warnschild habe ich mir auch angeguckt. Okay, achso, das war wahrscheinlich nur ein Tutorial. Greife nach dem Credit mit...
ja, genau. Ich lese nicht weiter, ich kann nicht lesen. Kann ich das jetzt auch machen? Ich drücke, achso, mit der rechten Maus. Oh, es fällt runter. Okay, das ist sehr interessant. Was, noch eine Credit-Medaille? So, ich kann die Maus, wie heißt es denn, das Mausrad gedrückt halten und dann kann ich die Kamera bewegen. Okay, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ja, ist halt ein Kinect-Spiel gewesen. Oh Gott, das wird schlimm. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schlimm. Dreh dich um und beobachte den Mann am Seeufer. Okay, dann kann ich mich einfach komplett umdrehen. Greifen und drücken. Bam, 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 bam. Okay, ich bin sehr gespannt, was damit gemacht wird. Daddy. Er sieht mich an. Scheint besorgt. Immer nett. Ich liebe dich. Okay, das erinnert mich gerade ein bisschen an Heavy Rain oder so. Wo diese ganze Gedanken um einen herum so auftauchen, wenn man Sachen anguckt. Was kein netter Vergleich ist, weil Heavy Rain ist jetzt nicht so gut, aber das Thema fange ich jetzt mal nicht an. Hallo? Nähere dich der Eule. Okay, ich denke mal, da kann ich einfach so hingehen, ne? Genau. Das will mir das Spiel gerade beibringen. Wir haben hier nebenbei noch die Credits hier, also ist auf jeden Fall noch das Intro. Was hier ein bisschen nebenher läuft. Gehen wir immer näher dran. Oh Gott, ich wollte auch das Emblem mitnehmen. Drücke die Eule. Okay, ich drücke die Eule, ich greife die Eule. Ob du willst oder nicht. Schön. Okay, wir drücken jetzt die Eule, das war nicht so sinnvoll. Oh Gott, nein, wir verscheuchen die Eule. Warum drücken wir sie denn? Ich verstehe es gar nicht, warum tun wir das? Okay, das war's damit. Ja, schön. Also, ich bin direkt sehr, sehr verwirrt. Kann ich noch irgendwas... Schön, weich, niedlich. Sehe ich auch so, allgemein. Vögel sind toll. Gar nicht so niedlich. Böse. Das war auch eine echt fette Eule. Ja, mach was. Vater. Ist da ein toter Hirsch? Einfach eingefroren. Ist das nicht vorher aufgefallen? Da saß die Eule drauf. Da sind wir einfach so hingegangen. Gut, warum auch nicht. Den Soundtrack bisher tatsächlich ziemlich gerne irgendwie. Wahrscheinlich lieber als den von Deadly Premonition. Vielleicht wird er auch passender genutzt, wir werden's sehen. Oh nein, Schuhe mit absetzen, ich habe direkt Flashbacks. Oh nein, das ist ein gutes Zeichen. Hat er da Kaugummi oder was soll das sein? Das war eine Kaugummiblase, oder? Ich glaube schon. Okay. Was genau ist gerade passiert? Sollen wir jetzt das wegputzen? Hab ich das gerade getan? Erdbeergeschmack. Gut zu wissen. Okay, das gefällt mir direkt. Das gefällt mir direkt sehr. I didn't see you again this time either. Und ja, die Animationen sind viel, viel besser. Die Animationen sind direkt viel, viel besser. Gar kein Vergleich. DB stand da drauf. Wobei das wahrscheinlich die Marke war und keine besondere Bedeutung hat. Oh, okay, deswegen ist die Mauszeige noch da. Alte Narbe. Oh, er hat auch eine Narbe. Meine Narbe tut weh. David Young, okay. I'm a narc with the Boston PD. And now a detective who searches the past. My likes include 100% de agave tequila. My dislikes are mainly drugs and chewing gum. Aber Alkohol ist okay, ne? Ja, Mensch, natürlich, was soll ich sagen, ne? 2 years ago, someone killed my wife. Since then, I've been using every second of my life to solve a case. Using a certain, very special power. Was kannst du machen? Zombies auftauchen lassen? Ich hoffe nicht.
Verlass das Badezimmer. Wobei ich mich jetzt direkt frage, was soll das mit der Szene zu tun, die wir gerade gesehen haben? Ich meine, das war ja auf jeden Fall nicht unsere Frau, die da gestorben ist. Und die wurde auch nicht ermordet, also... Das war wohl irgendwas anderes. Ausdauer kann mit Essen wieder aufgefüllt werden. Ah, stillt nicht den Hunger ein wenig, sondern stillt die Ausdauer ein wenig. Ich verstehe schon. Folge dem Fall und bewege nach links. Okay, ja, das ergibt Sinn. It's been broken since that day. Oh Gott, davon wird echt Ausdauer verbraucht, wenn ich mir Sachen angucke und so und da irgendwas mache. Kaputtes Waschbecken. Okay, okay. Ich kann die Toilette auch noch greifen. Greifen wir mal die Toilette. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist wahrscheinlich meine Ausdauer. Sollte ich jetzt echt... Oh, das fällt mir direkt ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ich einfach wirklich alles machen darf, überhaupt, ob ich mal aussuchen sollte, was sinnvoll ist. The person who sends it wants the feelings to be understood. Sometimes, however, those feelings remain in a slightly different form. Dominic Bean, stand das da gerade? All these forgotten treasures. Mementos. Oh Gott, Mementos, nein. Was soll dies? Tartarus? Bitte nicht. Okay, Mementos. Hellroter Stiletto. Also, wie gesagt, ist, ich krieg direkt ein bisschen Flashbacks daran. Ein Stiletto von der Bibliothekarin in der BPL. Vielleicht das Geschenk eines Liebhabers. Ein Name steht darauf. Dominic Bean. Bei Tage eine sittsame Bibliothekarin, überlistete sie Nachtsmänner und verkaufte ihnen Drogen. Vielleicht bekam sie den Schuh von einem ihrer Opfer. Wie dem auch sei, sie war nicht D. Dieses Memento hat keine Kraft. Okay, die können Kraft haben? Interessant. Und die Übersetzung ist auch direkt viel, viel besser. Also bisher ist es einfach auf jeder Ebene eine Verbesserung gegenüber Deadly Premonition. Würde ich jetzt einfach behaupten. So, ja, qualitätstechnisch. My head is full of memories of my wife. And the bullet that robs me of them. Huh. What happened in this place? On that day? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Rostiger Hebel, ganz schmutzig, nicht mehr verwenden. Boah, nicht mehr verwendet, ja, oder dann verwende ich das auch jetzt einfach nicht. Hoffe ich. Guck mal darüber. Okay. Ich kann mir hier noch die... Warte, warten, ja, angucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn es hat, sich alles anzugucken, aber wir machen das erstmal ganz in Ruhe. Okay, Erinnerung. Oder so. Everyone has their own place to work. A small desk in an office. A molten hot factory. A quiet library. The register in the supermarket. Or in the middle of an intersection. In bed, on a golf course, a kitchen. For some, it's the whole town. From the day she died, this has been my place to work. Ja, um herauszufinden, was es damit auf sich hat, hauptsächlich, hä? So, ich denke mal, wir können da nicht raus. Machen wir das mal. Oh Gott, ich kann jetzt wirklich so hin und her machen bei diesen Animationen. Großartig. Ja, auch das erinnert mich ein bisschen direkt an Heavy Rain. Ja, ich vergleiche es ungern damit, aber daran erinnert es mich halt gerade am meisten noch, weil ich auch nicht so viele Spiele dieser Art kenne und... Ich meine, hey! Es hat erstmal was Positives, was ihr vielleicht direkt bemerkt. Das Spiel hat nicht sonderlich viel Gameplay. Es ist halt ein reines, man klickt Sachen an, Spiel. Ein interaktiver Film, könnte man meinen. Mit anderen Worten, die größte Schwäche von Deadly Premonition, das Gameplay, ist hier nicht mehr enthalten. Geh in die Küche, untersucht die Akte. Okay, das ist meine... Okay, ich habe ja noch das Spielmenü. Was kann ich mir angucken noch? Ermittlungen. Habe ich direkt Truth Bullets quasi. Hat man da gesehen direkt. Figuren, oh, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ah, oh, sogar als, hier, wie heißt es denn? Charakterkonstellation. Das ist cool, wenn es wirklich so ist. Ich meine, bisher haben wir noch nicht so viele Charaktere, also kann es auch noch einfach so, nur so aussehen, aber ich denke mal, dass es so in etwa sein wird. Who is D? Ich weiß nicht, wer D ist. Wahrscheinlich der Mörder. Wer hier? So. Bam. Ach nee, warte mal, ist das jetzt das Bad? Hä? Wie kann das denn sein? War da nicht eine andere Tür noch? Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt. Tut mir leid, wir gehen nochmal raus hier. Entschuldigung, das war keine Absicht. Oder war gegenüber... Ach, gegenüber von uns war auch noch eine Tür. Okay, dann habe ich mich umsonst umgedreht. Okay, da soll ich nicht durch. Okay. Okay. Ah, da ist unser Schlafzimmer. Okay, das hast du direkt damit beantwortet. Das wollte ich auch eigentlich nur wissen. Gehen wir jetzt endlich in Richtung Küche.
Nein, ich will mich dahin umdrehen. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Aber kriegen wir schon noch hin. Und das ist der Raum übrigens, damit wir es direkt geklärt haben. Unsere Wohnung, die sieht man im Trailer von Deadly Premonition 2. Ich versuche jetzt einfach mal, wenn ich dran denke, ich hoffe, ich denke daran, die Szenen aus dem Trailer einzublenden. Dann könnt ihr euch direkt davon überzeugen, dass ich keinen Blödsinn rede. Ist halt ein bisschen heruntergekommen, da das wird man wohl eine Weile danach spielen. Aber ich würde behaupten, ist es halt nicht ganz aus dem Nichts gegriffen, dass die Story vielleicht doch nochmal, ja, beendet wird. Dann da Brief von Little Peggy gefunden. Okay, kann ich mir das dann durchlesen? Ja, kann ich wohl. Lieber David, der Gedanke, dass du diese Worte liest, macht mich sehr froh. Ich hoffe, du bist etwas ruhiger geworden. Ich liebe dich so, wie du bist, und ich werde den David lieben, der du sein wirst. Dies ist das zweite Mal, dass ich dir schreibe. Erinnerst du dich an das erste Mal? Heute habe ich all meine alten Briefe gefunden. Seltsam, dass sie zu deinen Fallunterlagen geworden sind. Alle Briefe, die ich hier geschickt habe. Eine perfekte Sammlung, die sogar bis in unsere Schulzeit zurückreicht. Sie sind dir offenbar wichtig, da du sie so säuberlich aufbewahrt hast. Hast du einen solchen Respekt vor ihnen, dass du sie nicht einmal aufreißen willst? Ist es das? Dies ist eine Herausforderung von der Peggy, die ich jetzt bin, an den David, der du sein wirst. Oh Gott, das klingt sehr, sehr, sehr nach, Oh Gott, ich kann das gerade nicht zitieren, leider. Das, was auf einem gewissen Grabstein in einer gewissen Visual Novel stand. Die Leute, die Bescheid wissen, wissen wahrscheinlich jetzt, was ich meine. Ich meine, Virtus has Word übrigens, den Grabstein. Ja, ja, ihr wisst jetzt eigentlich nicht, meine. Gut. Ich werde es jetzt nicht versuchen zu zitieren, würde eh falsch sein. Ich habe meine Briefe versteckt, alte und neue. Ich möchte, dass du mich ganz findest und alle unsere Erinnerungen und die Peggy kennenlernst, die ich war. Die ich bin und die ich sein werde. Little Peggy Young. 2009. Ich weiß gar nicht, welches Jahr wir jetzt gerade haben. Haben wir das schon gesagt bekommen? Da, 2013. Okay, das war also vor 4 Jahren. Noch 2 Jahre vor ihrem Tod also. Vor 2 Jahren wurde sie umgebracht. Naja, ich glaube schon. Ha. Okay, gehen wir jetzt mal hier raus. Bitte. Da hinten schließen. Okay, ich muss hier mal einzeln rausgehen. Küchentisch. Oh, okay, nicht so aggressiv gleich. Nicht so aggressiv gleich. Da haben wir ihre Leiche. Drogentestpositiv, Spuren einer Verbindung festgestellt, die mit der Droge Real Blood identisch ist. When I came to, I was already lying in the ICU. The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. Look for D. Welches Opfers war beinahe blutleer. Those words keep spinning in my head. Spuren von Fremdeinwirkung keine. Alle Fingerabdrücke, Bluthaare, DNA-Stamm von Opfer. Okay. No compelling evidence. The case hit a dead end. I quit the BPD. However, under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead-end case. Oh, 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 so, rüberziehen, bam! Dominic Bean. Also war es nicht Dominic Bean. My power to find this D. I swear I will. Das war nur eine Idee von ihm, and oder wie? Oh, Peggy. Ha? Huh? Amanda? Oh, ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist dann noch eine Szene, an die ich mich erinnert habe. Die kann man, glaube ich, nicht vergessen. Also, gehen wir mal zu der scheppernden Tür rüber. Aber bisher ist es halt viel, viel atmosphärischer als Deadly Premonition direkt. Also, das, ich finde das bisher richtig, richtig gut. Die Atmosphäre wird jetzt halt gleich ein bisschen aufhören, wenn ich die Tür geöffnet habe. Also, dann seht ihr die andere Atmosphäre, die dieses Spiel auch zu bieten hat. Oh Gott, perfekte Aktion, ich habe gar nichts gemacht. Gott. Greifen. Ich liebe Quicktime-Sequenzen, aber sie sind besser als in Deadly Premonition bisher. Oh. Was? Ziehen, fallen lassen. Okay, das, ich fühle mich hier wie ein Oso, ist ja schlimm. Kenn ich ganz vielleicht. You can't escape now. Aua. Oh, ich habe mein Leben verloren von 10. Hi, Amanda, rätselhaftes Mädchen. She just suddenly started living here one day. She sometimes goes out and gets food for us. And that's something of a lifeline for me, as I don't really go outside. Zählt die Maus jetzt als Essen? Just who she is, though. Well,
My memory holds no answers. Also ja, wir haben jedenfalls ein Catgirl hier auch noch leben. Offensichtlich. Hinterfrage ich jetzt nicht weiter. Ist so, also... Yo, ja, David, gut. Why not? Oh, Antworten, die ich auswählen kann. Optionen. Und ich habe eine ganze Menge Zeit dafür auch tatsächlich. Okay, ja, ich bin müde. I'm tired. I was about to go to sleep. Sleep? You look ready for a coffin. Forrest Casey. Yep. A detective with the Boston Police Department. And my former partner. He still helps me out nowadays in my search. Das ist gleich noch was. He's both a client and a source of information. He gets whatever I need. Ist ja gut, ich stehe ja schon auf. Women are always trouble. Doesn't matter how old they get, trouble. I'm fighting with Diana again? Diana? Ich habe gerade noch an Diana gedacht, als sie gefragt wurden, wer die ist. Don't come and see me. Actually means get right over here. But then, leave me alone. Just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me, David, please. Ja, also was ich sagen wollte, Forrest Casey ist eigentlich nicht Forrest Casey aus Deadly Premonition, was direkt sehr interessant wird, wenn dann Deadly Premonition 2 rauskommt und es wirklich in derselben Welt spielt. Wer ist dann der richtige Forrest Casey? Denn FK ist einfach nur ein Running Gag, also FK gab es auch in The Missing und wird es wahrscheinlich auch in allen anderen Filmen von Story geben. Das sollte eigentlich nicht dieselbe Person sein. Also vielleicht doch, vielleicht wird es ein großer Twist, dass es jetzt doch dieselbe Person ist, aber ja, ja. Da gibt es auch wieder ein Café namens Story 65, beziehungsweise in Deadly Premonition war es ja eine Bar, ne? Ich weiß gar nicht, was die Frage gerade war, muss ich zugeben. Ja, ich will das jetzt einfach aus. Coffee from a different place can be nice once in a while. Once in a while? All the time is more like it. I was a fool to ask you. Man, Diana is so stupid. Once feared as the mighty grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy bear. What's the point of the place? Teddy, what's this? So, tell me, David, have you heard the news about that airplane accident, huh? Ja, läuft gerade im Fernsehen anscheinend. Habe ich gehört. Jetzt gerade. Aktuell. Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning. No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. I've got the good stuff for you this time. Was ist das denn hier? Ein Opening? Okay, sure, why not? David Young. Forrest Casey, das ist ein verdammt cooles Intro. Olivia Jones. Antonio, was auch immer. So viele Namen. Aber gucken wir uns einfach mal lieber an. Typ mit Narbe und Glatze. Little Peggy, ja, die kenne ich. D4, Dark Dreams, Don't Die. Okay, das war nun cool. Das war ein sehr, sehr cooles Intro tatsächlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja schon traurig, dass es abgebrochen wurde nach einer Episode. Verdammt. Does that sound possible to you? Antonio Zapatero, otherwise known as Rabbit. He's a courier who only carries real blood. Die Droge, wie er festgestellt wurde. To provide evidence after being brought to Boston. Evidence that may well have led to the ID of the source of real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. So, clue me in. What makes this one the real deal? The name of the boss he was going to give up? Apparently starts with the letter D. Oh boy. This courier might have had evidence revealing the identity
of D. So, interested yet? Dürfte ich übrigens anmerken, dass unser Name auch mit D anfängt. Also, falls das der Plot-Twist sein sollte. Passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Ich meine, ein Dritter wird im Spiel sein. No, it's impossible. There's someone pulling the strings behind this mystery. Right on the money, David. So, was haben wir hier? Jede Menge Dokumente haben wir. Beweise. Third party most likely used the confusion to spirit the courier away. Lots of people want the evidence he was carrying, after all. Ooh. From the evidence I was able to bring, this particular item is the most interesting. The owner of that badge was involved in this incident. Was war das? Well, oh, ist das, was er mit Mementos machen kann? Ja, okay. This. Da kann er Erinnerungen draus ziehen, quasi. It's yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Wo gab es sowas schon mal? Keine Ahnung, das erinnert mich aber gerade an irgendwas. Also gut, Dienstmarke des Marshalls, Blutflecken. Ja, die Blutflecken habe ich schon bemerkt, tatsächlich. Mementos. Ein Beweisstück im Fall des verschwundenen Kuriers. Es gehörte dem Federal Marshal Derek Butchanan, der beim Transport des Kuriers getötet wurde. Hiermit sollte ich in der Lage sein, zu einem Flugzeug zu tauchen, an Bord dessen sich die befindet. Der Schlüssel zum Fall der Ermordung meiner Frau. Okay, neues Figuren-Outfit für Amanda. Was? 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 Wo? Was? Wie? Warum? Spielmenü? Und für Cason auch. Wo kann ich mir das dann angucken? Keine Ahnung. Ich meine, bei Ermittlungen wohl nicht, oder? Ich glaube nicht. Warum gibt's Speisenliste? Lutscher. Aus irgendeinem Grund kaue ich noch ewig auf dem Stab rum, nachdem das Bonbon schon weg ist. 22 Kilokalorien. Schön, dass wir davon auch noch eine Liste haben. Warum gibt es so viel Essen? Also, sorry, setzt immer Wert auf Sachen, auf die andere irgendwie keinen Wert setzen würden, glaube ich. Ich gucke mich erstmal hier weiter um, bevor wir ins Bad gehen. So, auf damit. Dienstmarke oder Creditmarke oder was auch immer. Greifen. Are you eating okay? Ja. Extra Fälle. Essen. Wir können auch hier wieder essen gehen, wirklich jetzt. What's up, David? Los gehen wir. Feeling hungry? Ja. Ein bisschen. Okay, good. Let's eat then. I know you too well. You probably have only been drinking alcohol. Ey. Your badge says detective for a reason, Teddy. Finde ich gut. Also finde ich nicht gut, Alkohol schlecht. Aber los geht's. Amanda. The more the merrier at the dinner table. Tell me, Teddy. What's up with you and Diana? Nothing much. It's just how we roll. New York versus Boston again? That's the root of it. But both of you are originally from New York. Wie viel Arbeit in Animationen steckt. Ich komme nicht drauf klar gerade. Das ist nur eine scheiß Essszene. I'm a Bostonian now, body and soul. Diana doesn't see it that way. Was machst du da? She still got her head stuck right up in New York. So what was it this time? Baseball? Basketball? Not football. Nope. Something bigger. But what's bigger than sports rivalry? This one's bigger. Much bigger. It's all about clam chowder. Clam chowder. Yeah, clam chowder. No matter how you slice it, Boston has the best clam chowder in the world. You're with me on this, right? Right? Huh? Oh, but Diana. Was macht ihr denn hier? Ich liebe es. Okay, das ist großartig. What? I've never eaten clam chowder anywhere but Boston.
So it's the best in the world by default. Come on. Come on. Come on. Oh, come on, David. Sorry. I can't help you out. I can't say anything absolute that isn't based on personal experience. I need you on this. All I needed you to say was damn straight. Damn straight. Why? Why? Ich habe so viele Fragen. Also, dialogtechnisch kam es für mich nicht an die Essenssequenzen aus der Deadly Premonition bisher ran. Aber von den Animationen und was da für ein Blödsinn gemacht wurde mit dem Essen. Holy shit. Das ist auf einer ganz anderen Ebene einfach großartig. Okay, dafür bekommen wir auch direkt was. Forrest Casons Bericht Nummer 1. Die Entdeckung von Bee. Im April 2002 brach ein Student der Boston University beim Leichtathletiktraining auf dem Campus zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz angemessener notfallmedizinischer Versorgung starb der Student weniger als eine Stunde nach dem Vorfall. Die Todesursache war akutes Herzversagen. Da der Student gewohnheitsmäßig Anabolika verwendete, galt sein Tod als Folge oder Nebenwirkung seines Drogenmissbrauchs. Trotz der scheinbar eindeutigen Sachlage wurden die Besitztümer des Verstorbenen im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmt und fand eine große Menge Steroide, die die ursprüngliche Vermutung stützten. Darunter befand sich jedoch eine bisher unbekannte, nicht registrierte pharmazeutische Substanz. Steroide, die zu Dopingzwecken verwendet werden, verstärken den Baustoffwechsel, sodass in den Zellen mehr Protein gebildet wird. Diese neue Droge wirkt nicht nur sofort, sondern bewirkt offenbar auch eine erhebliche Steigerung der Muskelkraft ohne offenkundige physiologische Veränderungen. Angesichts des sehr hohen Leistungsanstiegs und der Tatsache, dass die Droge durch keinen Dopingtest erkannt werden kann, verbreitete sie sie schnell und lautlos unter Athleten. Auf dem Schwarzmarkt wurde sie unter dem Namen B gehandelt. Ja, so wie die B, wobei wir ja nur nach D suchen, das B war ja eher ein Zufall, ne? Stimmt, das B auf dem Schuh war nur Zufall, ja, das hat nichts damit zu tun unbedingt. Was der Ähnlichkeit des roten Pulvers mit getrocknetem Blut geschuldet war. Darüber hinaus war das Marktvolumen so klein, dass es ein Geheimnis bleiben konnte, wie genau man an die Droge kam. So, mein Gott. Es ist ein bisschen schwer, dass immer die eine Zahl noch übrig bleibt, wenn man scrollt. Also, finde ich jedenfalls. Obwohl klinische Tests keinerlei psychotrope Eigenschaften ans Licht brachten, machten alle gewohnheitsmäßigen Konsumenten sehr ähnliche Angaben hinsichtlich der Wirkung. Diese Droge macht einen zum Gott. Sie ist kein dreckiges Betäubungsmittel, sie ist ein Weg zum wahren Selbst zu finden. Ja, das klingt gar nicht absurd, aber sowas habe ich letztens schon mal in einem Spiel gehört, tatsächlich. In einem ganz anderen, wobei, in mehreren, ja. Rot, die Droge ist rot. Okay, ich erkenne einen Zusammenhang. Ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht auch von Anfang an zusammenhängen. Kann ja auch sein, ich meine, unmöglich ist es nicht. Ha. Noch irgendwas? Ich kann ja auch drücken. Oh, ich kann nicht drücken! Nacht durchgemacht, schmutziges Hemd. Eins Grizzly, jetzt Teddybär. Oh, wie süß. So. Anything I can help you with? Weiß ich nicht. Kuriere und die Drug Enforcement Administration. So why this courier turn witness anyway? I don't know the details, but apparently he's in fear for his life. He turned himself into the DEA. And they trust him? I don't know about that either. But this is information about the mastermind behind Real Blood. I mean, they're probably saying, can't hurt to hear him out. I feel exactly the same way. Okay, wer ist der Kurier? What's the bio on the courier? Antonio Zapatero, 28. Quick to go underground, but then quickly pops up again somewhere else. That's why they call him the Courier Rabbit. Why Rabbit? He's also a womanizer. So, you know how rabbits are? Strong libidos. I bet the ladies call him Bunny. Okay, gut. Das freut mich tatsächlich. Was mit seinen Beweisen? Why is this courier running his mouth about providing evidence then? Standing out like that, he'll get penalized and sit out a match. It's like he's begging the bad guys to come silence him. It's a real blood case, after all. I mean, a regular courier wouldn't talk, even if it meant death.
I had to choose between jail and hell, oh man, I'd still choose lockup. There's something behind all this. Verschwörungstheorien? So it's all a big conspiracy? Nee, komm schon. Don't ask me. Da wird es irgendwas mit auf sich haben. There are people who have conspiracy theories about your case, though. You lost your beloved wife. And I lost the best partner a cop could ever ask for. Yeah, the more you think about the questions, the more distant the answers become. Humans may not have the ability to understand the complete truth. Vielleicht können nur Götter die komplette Wahrheit erkennen. Vielleicht müssen wir erstmal die Drogen nehmen, um alles verstehen zu können. Ja. Warum ist da immer noch ein Ausrufezeichen? Ich meine, das ist schon ausgegraut, aber das ist immer noch dieses leuchtende Ausrufezeichen, was mir irgendwie sagt, da gibt's noch was Neues, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal angucken. Erstmal. The BPD has the special drugs unit after all. The team you once belonged to. Once. We have a long history of handling real blood. Our past knowledge can come in handy for cases like this one. Any progress with the case since I left? We're still hard at work on it. We're not getting any results. This drug is king across New England now. It's been under analysis for years, but MIT still doesn't know how to make it. Seriously, the world's going to hell. Tja, scheint wohl ein ganz schön großes Mysterium zu sein. Die Vergangenheit. Do you think the past can be changed? Nein, also. David, oh Gott. You can't change. Oh Gott. Oh Gott, nein. Zeitreise. I know, but if I could just meet with little Peggy one last time, I'll change the past. You'll see. Verrückt, verrückt, wahnsinnig. Ja, ist nicht das erste Mal, dass ich mich hier gerade ein bisschen in Zero Escape hineinversetzt sehe. Oder auch Eye of the Somnolence, falls er halt Eye of the Somnolence natürlich. Einfach wegen des Settings und so weiter und so fort. Aber mal sehen, wie sehr es dann wirklich in so eine Richtung gehen wird. Ansonsten habe ich jetzt aber nur... Oh, ich habe mir den Hamburger geholt, okay. Kann ich jetzt essen? Den kann ich jetzt wahrscheinlich essen, wenn ich will. Gehe ich mal von aus jedenfalls. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ist sonst noch irgendwas, was ich angucken kann? Oh, das kann ich mir auch noch gucken. Ein Jellybone. Ja, okay, cool. Nehme ich beides. Ich habe natürlich einfach nur Sachen finden, die ich dann verwenden kann, die ich sammeln kann, um ja Punkte zu bekommen. Ich weiß nicht, wo die Credits da sind, ob die nur Deko sind oder. Ja, ob die halt nur da sind, um mich cool zu fühlen oder ob die auch irgendeinen Zweck hinter noch haben als Währung. Aber ich glaube nicht, dass ich hier unbedingt einkaufen kann wie in Deadly Premonition, wo ich es auch nicht so viel gemacht habe jetzt, natürlich, aber hey. So, und das war jetzt die Küche. Das Wohnzimmer kommt noch. Hier gibt's so viel zum Anklicken einfach. Ist unfassbar. Bam. Niedliches Eichhörnchen, weg mit dir. Ich bin so gemein. Machen wir mal den Fernseher an. Mal sehen, was da gerade läuft. Spannendes. Wenn's gehen würde. Wow. Dann drück halt von... aus der Nähe drauf. Aha. Sebastian die Spürnase, 1987 ausgestrahlt, auf dem Cartoon-Sender. Oh nein, der kennt sich jetzt mit Serien aus, oder was? Okay, nicht mit Filmen mehr. Do you wanna watch too? Oh, ihr hattet eine Katze? Wirklich? Little. Und die hieß Amanda. Und die hatte auch so wirklich diese zwei verschiedenen Augenfarben. Okay, Leute, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber... ich möchte behaupten, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Und ich weiß bei Story-Spielen sowieso nie, was denn überhaupt wirklich existiert und was wir uns so einbilden. Das sind immer große Fragen. Aber ich denke mal schon, dass sie wirklich existiert. Nur, ja, keine Ahnung, was es mit ihr auf sich hat. Es passt halt irgendwie nicht so richtig ins Setting rein, ne? Bisher. Alles andere wirkt halt recht ernst und normal und so. Nur, sie halt nicht so ganz. The sky's the limit. Oh, mir halt 3. Okay, cool. Danke. Kann ich das lesen? Ja, kann ich. So funktioniert unser Gehirn. Neuronen und Synapsen. Oh Gott, oh Gott. Das Gehirn ist ein komplexes neurales Netzwerk, das aus sogenannten Neuronen gebildet wird. Diese spezialisierten Zellen tragen jede für sich elektrische oder chemische Signale. Wenn ein Signal innerhalb eines einzelnen Neurons übermittelt wird, geschieht dies in Form elektrischer Impulse. Wenn jedoch Signale zwischen verschiedenen Neuronen ausgetauscht werden, dann in chemischer Form als sogenannte Neurotransmitter. Die Neurotransmitter befinden sich in den Synapsen. Wenn in diesen Bereichen Störungen
Auftreten wird der Informationsfluss zwischen den Neuronen beeinträchtigt, was zu einer Reihe an Krankheiten führen kann. Synaptische Störungen können angeboren sein oder durch Verletzungen entstehen und können vorübergehend oder chronisch auftreten, etwa durch die Verwendung bestimmter Drogen. Aha, bestimmte Drogen also. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken sollte, ob das wichtig wird. Aber interessant, dass wir das einfach mal hier so zu lesen bekommen. Kann das auch noch greifen oder ist das nur okay? Das bringt mich nur hier hin, das wollte ich nicht, tut mir leid. Drücken. Was machst du da? Was soll das? Was machst du mit dem Kissen? Bam! Ich hab das Kissen kaputtgeschlagen. Das Kissen ist einfach verschwunden. Tut mir leid. Schmarotzerin. Riecht nach Gras. Welches Gras? Entenfedern in Schnurrhaaren. Was? Wie? Wo? Hä? Ich rede auch noch mit dir natürlich. Oder ich tue irgendwas mit dir. What? Ich kann bei dir... Du bist der Shop? What? Ach so, es wurde gesagt, dass sie das Essen besorgt. Wow. Wow. Kann ich auch... Sachen, die Vision steigern, Leben auffüllen, Hasenfote, automatische Erholung bei Erschöpfung. Wow, Kleidung. Aktuelles Gratis-Kostüm. Ja, zeig mal her. Ach so, das wird mir schon gezeigt gerade. Will ich das haben? Drei-Tage-Bad. Das ist ziemlich cool, dass es das gibt. Ich meine, ich will da, glaube ich, nichts dran ändern gerade, aber, Versager-Set? Oh ja, das ist, wirklich... Uff. Uff. Ah, okay. Nee. Holy shit! Danke, nein, danke. Passt schon. Ich gehe da mal hier raus. Wie komme ich hier raus? Ich will nicht schließen, ich will nur zurück. Oh, jetzt bin ich direkt... Bin ich rausgegangen? Aber gut zu wissen, okay, was machst du hier? Okay, die laufen einfach frei hin und her. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich dachte, die bleiben echt nur sitzen und machen gar nichts. Aber der läuft hin und her und will Blumen gießen oder so. Steht jetzt halt im Weg rum, das tut mir leid. Sie nimmt sich ein Kissen zwischendurch und spielt damit. Das ist alles irgendwie ziemlich cool. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade ein bisschen, aber... Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, die bleiben jetzt echt sehr, sehr statisch einfach da sitzen, wo sie sind. Aber das fühlt sich schon alles sehr lebendig an gerade. Musik. Salvation. Nehmen wir. Lass mal einfach jetzt drauf hier. Ja. Das kann ich mir auch noch ein bisschen angucken. Was haben wir hier denn? Okay. Extra Fälle? Aktive Fälle. Bürger von Boston. Wie man es auch betrachtet, Boston Clam Chowder ist der beste der Welt. Ja, das weiß ich. Achso, das ist Fall Nummer 1. Ach, den habe ich abgeschlossen. Ja, das ist ein krasser Bonusfall gewesen. Aber ja, dann gibt es wohl mehr davon noch, die ich mir dann hier nochmal angucken kann. Wenn ich denn möchte. Ja, gut, okay. Gut zu wissen. Kann ich mir auch im Menü einfach angucken, glaube ich. Weiches Licht. Ach ne, fuck, hör auf. Ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Ich wollte die Lampe drücken. Kriege ich auch Credits für aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht so ganz warum. Aber kann ich halt machen. Kann ich halt einfach machen. Hier auf dem Tisch kann ich mir noch was angucken. Oh, Glückskekse. Bam. Sag mir die Zukunft voraus. Ist viel sinnvoller als Kaffee. Ey, du verschwendest aber den ganzen Keks. Your common sense may not be the world's common sense. Values are never the same. Genau, es ist vollkommen richtig. Don't judge York. Ich will noch einen. Aber danach reicht's erstmal. Bam. Read as much as you can. People hate bugs but love bookworms. Tun Sie das? Tun Sie das wirklich? Ah, oh, ich kann mir noch einen holen. Da steht 1 von 3. Warte mal, Kaffee? Ich kann auch noch den Kaffee, mit dem kann ich auch noch wahrsagen. Also gibt's das doch wieder. Oh Gott, ich will mal hergucken. Okay, Bullshit. Hör auf, geh weg. Ich guck mir jetzt den Kaffee an. Oder kann ich nur daraus trinken? Ja? Was spürst du jetzt? Was hat er jetzt gegeben? Gar nichts? Okay, ich trinke nochmal einen Schluck. Verschiedene Animationen einfach, die überhaupt gar nichts bringen sonst. Das ist so weird, wie viel Arbeit hier einfach in so seltsamen Sachen steckt, die überhaupt nicht relevant sind. Die meisten Spiele auch komplett ignorieren werden wahrscheinlich. Gut, okay. Schön, dass wir das erklärt haben. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich habe bestimmt noch irgendwas verpasst irgendwo, aber wir gehen jetzt erstmal ins Bad, wollte ich gehen, ne? Und nochmal zurück in die Vergangenheit springen oder so. Ich habe keine Ahnung, was genau wir da vorhatten. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Wir gehen jetzt hier rein jedenfalls.
wenn es denn einfach geht. Teddy. Thanks for all the help. Ha, no problem, David. We're partners. You may have quit the force, but that fact won't change. Hell, if you trace it all the way back, if I hadn't asked you to join up in the first place... Teddy! No, no, no. Okay, bisher ist der Soundtrack auf jeden Fall noch sehr, sehr passend immer. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Alles sehr, sehr schön in Szene gesetzt auch allgemein. Don't give me that look, Amanda. I'm just trying to give him a reason to live. Ha, sollte ich mir einfach doch nicht vertrauen? Verdammt nochmal. Was? Oh, ich konnte mir das angucken, verdammt. Oh, vertraulich. Vertrauliche Informationen. Aus dem Hintergrund hummelt er auch. Also das wird noch bestimmt auch noch irgendeinen Grund in seiner Backstory haben. Also klar, wir haben schon gesehen, dass sein Bein kaputt ist, aber... Time has been frozen for me since that day. Warum bloß? Warum bloß? Will I see you this time? Ziehen. Okay, was tun wir jetzt genau? Vielleicht war das das, was wir am Anfang gesehen haben im Prolog quasi. Oh, 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 okay. Es geht jetzt los. Das war nur das Intro, das sehr, sehr lange Intro, obwohl wir schon Opening hatten dazwischen, aber... Oder war das das Ende? Haben wir es durchgespielt? Nein, bitte, oder? Bitte nicht, das kann nicht so kurz sein. Oder habe ich das schlechte Ende freigeschaltet? Ich weiß nicht, was gerade passiert. Ich weiß gerade wirklich nicht, was passiert. Also, es ist noch nicht vorbei. Da bin ich mir sehr sicher, aber... Ergebnis 1 von 2. Okay. Wir haben anscheinend... diesen Bereich hier abgeschlossen. Okay, wir können es mal durchlesen. Gibt es noch irgendwas Interessantes an Statistiken? Ja. Ja, ne, ne. Ich dachte, man sieht irgendwie vielleicht... Ja, okay, Entscheidung gab es ja nicht so wirklich. Alkohol konsumiert, ja, nicht so viel. Ich konnte auch gar nicht mehr aussuchen, mehr Alkohol zu konsumieren, aber immerhin Koffein. Konsumiert. Oh, konnte ich vielleicht noch irgendwo was trinken? Wahrscheinlich schon. Wenn es mir schon so gesagt wird. Oh. Sind das... Hätte ich die Sachen alle finden können? What? What? Okay, das ist sehr interessant. Aber okay, immerhin gab es einen extra Fall. Ich denke mal, das ist das Relevanteste, das Interessanteste. Und ja, gut. Und wir bekommen Kostüme dazu. Nett, sehr, sehr nett. Okay, das war jedenfalls der Prolog. Gut, das war der Prolog noch. Ja, wäre jetzt ein bisschen doof gewesen, wenn das das Ende gewesen wäre. Weiter zur nächsten Episode. Okay, anscheinend sind also da, ist hier also doch ein bisschen mehr drin als nur eine Episode quasi. Vielleicht ist dies, ist ja auch Season 1, nicht Episode 1. Ergibt Sinn, da sind mehrere Episoden direkt drin. Ah, gut, dann würde ich aber sagen, beenden wir hier die erste Folge. Ergibt, denke ich mal, recht viel Sinn. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann zumindest den Anfang. Vielleicht ist es ja ein bisschen länger, aber mal sehen, wie viel von der ersten richtigen Episode an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand den Einstieg schon mal sehr, sehr cool. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck bisher. Ja, und ich hoffe sehr, sehr, sehr stark darauf, dass es dann vorgesetzt wird in Deadly Premonition 2, weil sonst wäre ich auch traurig, denn das ist bisher alles, alles ziemlich, ziemlich cool. Wie auch immer, bis dahin. Ciao.